Hallo, herzlich willkommen hier Saints Row 4 mit Snoop. Hallo. Und mir, Manly Man, Präsident Elo. Miss Man, Manly Man. Button auf Snoopita. Ich sammle hier gerade. Ich finde es jetzt ja auch mal einmal fair, mich zu loben. Ich habe hier in der Zeit, während ich hier gewartet habe auf Snoop, habe ich mir ganz viele Datensammlungsdinger geholt und habe jetzt schon irgendwie fast 80. Auf alle Fälle. Also, ich finde, da kann man gar nicht aufhören zu klatschen. Jetzt muss ich mir. Da kann ich aber nicht spielen. Ja, jetzt muss ich mir irgendwas mal kaufen. Was kaufe ich mir denn? Schild, Sturmschild verursacht zusätzlichen Schaden. Nein. Tod von oben, Supersprint. Kann man da noch irgendwas Cooles? Sprint Tempo 3. Das ist gut. Tod von oben ist super. Ja. Sprint verringerter Schaden. Sprint Wandlauf. Sprint über Wasser laufen. Okay, machen wir erstmal. Ach, da muss ich irgendeine Herausforderung machen, dass ich das machen kann. Sowas kann es geben, ja. Sowas scheint es auch zu geben gerade. Ninja-Reflexe Gesundheit. Sprung-Luftsturm. Das klingt doch so, als würde ich das haben. Höhe, Höhe, weiter. Luftsturm 2. Reicht erstmal. Tod von oben. Tod von oben, Atomangriff. Ah, dafür brauchen wir 50 Punkte. Da muss ich jetzt noch wieder ein paar sammeln. Hätte ich mir gerade holen können, aber egal. Au! Boah. Atomangriff. Ja. Ich mir fast gedacht, dass du das schon hast. Du solltest dich auch mal umziehen. Ich meine, ich habe mich jetzt extra schick gemacht, ja? Kann ich machen. Wo denn? Atte! Warte, ich muss mal. Ich hol mal kurz die goldene Kugel. Aber wahrscheinlich habe ich das nicht, was du da hast. So, warte mal, wo konnte man. Nee, das hast du nicht, aber irgendwo bei dem Planet Sinn. Suchen wir mal einen Planet Sinn Karte. Das Symbol hier hinten ist gleich einer. Wo sind wir denn? Da bin ich und da ist ein Planet Sinn. Auf jetzt. Zum Planet Sinn. Auf zum Atem. I'd say it's a tough world for someone to live in, but I'd be lying. Well, if they were the god of the cyber world like I was, that is. Put me in front of the latest technology and there wasn't anything I couldn't do. Even the FBI couldn't stop me. Believe me, they tried. Believe me, they tried. Okay, du sagst also, ich muss mir was anderes anziehen. Ja, was Schickes. Was Schickes. Guckst gleich mal bei Outfits oder so. Ach, muss ich mir noch was kaufen? Ist das nicht schick genug, was ich habe? Ja, natürlich, kauf dir was. Hier, da gibt's ein super schönes kleines schwarzes. Warte mal, muss ich Laden verlassen? Warte mal, bei Outfits. Ist doch unter E, oder nicht? Oberkörper, Kette, Rucksack. Outfits. Direkt Outfits. Ach, das ist ein komplettes Bordsteinschwalbe habe ich an. Ach so. Cyber Saints House Beach. Kleines schwarzes Vintage Klasse. Mr. President. Ich glaube, ich nehme Mr. President. Naja, alles nicht so die Welt, sag ich mal. Na, dann nehme ich das kleine schwarze. Muss ich aber oder nimm. Nimmst irgendwas anderes, Nuttiges, ist mir egal. Dann muss ich aber einen anderen BH anziehen. Das geht ja so gar nicht. Keinen Komfort-BH? Ja, da kann man eigentlich nur keinen so anziehen. Komfort-BH? So, ist dir das jetzt lieber hier? Jetzt können wir irgendwo hingehen. Viel besser. Warte, ich steck mal noch die Knarren weg, dann. Jetzt kannst du wieder tanzen. Bam! All hail to me. So. Quest. Ist aber mit der Stimme deswegen trotzdem noch nicht besser. So auch. Das ist aber Nolan North. Nolan North hat ein kleines Schwarzes verdient. Definitiv. So, super Begleiter Johnny Gat, würde ich sagen. Triff dich mit Johnny Gat. Hallo? Matt. Johnny's been cooped up for a long time. I'd like to do something nice. Any chance you can recreate the Mad Professor's murder maze? Genki Bowl? Oh, absolutely!
Hui. Kannst ja fliegen, ne? Ich kann auch fliegen, aber noch nicht so lange. Kannst schweben. Ja. Richtig fliegen kann man nicht. Ja, ist bei mir noch nicht so richtig ausgeprägt, aber... Eher so ein Levitieren. Ja, aber Levitieren ist, glaube ich, trotzdem dauerhaft. Das ist mehr so... Super, Superman-mäßig. Weiß nicht, beim Levitieren in WoW ist man... Ja, stimmt, da ist man so auf der Stelle geschwoben. Ich erinnere mich. Ja, es... Levitieren, da habe ich immer so ein Gefühl, jemand, der halt aufrecht irgendwo langsam irgendwo lang schwebt, so, weißt du? Ja. So, und jetzt wird Genki Ball gespielt. Genki Ball, wollte ich natürlich sagen. Ja? Versammlung, was? Virussammlung starten. Ne, wir wollen keine Virussammlung starten. Müssen uns doch mit Johnny treffen, oder? Ja, dann bin ich nämlich jetzt hier. Das ist viel wichtiger als jede Virussammlung. Ja. Ach ja, ist ja eine große Koalition, sehe ich gerade. Yeah. So fühlt sich das an. Koalition könnte ich immer mal kaufen bei so Murder Time! Fun Time! Genki Bowl? What the fuck is a Genki Bowl? The goal's simple. Kill every damn thing in front of you. Extra points for not dying. Say no more. Extra points for not Let's dying. Do this. I cannot wait to see how these mascots handle my special ability. It hardly seems fair for you to have superpowers when Johnny doesn't. Superpowers? Let's just do this how we used to. Fine, no mind bullets. For now. Das hier, schickes. I can't believe how great it is. We thought you were dead. I can't believe you. Ja, jetzt kommt die richtige Musik hier. Like Philippe Loren would ever get the best of me. Losing you just about broke Shandy. Yo, it was no picnic for me either, being stuck in that Zinyak fucker's torture porn. You know, being stuck in that fucked up side scroller all that time, reliving Aisha's death all day, every day, gave me a lot of perspective. Perspective? Ay, Mucka, so on what? Shit, man, everything. Look, I'm trying to have a moment here. Don't ruin it. I'm just saying that when you're forced to relive the worst fucking thing in your life a million times, you can't have it. Different, huh? Well, I appreciate it. Like murdering these fools instead of the same generic Ronin and Vice things over and over. See, before, I would have taken that for Boys are back in town. Based on people's personal nightmares, you know, mine was fucking obvious, but... Here's what yours was. What? Nonconformity. Nobody swears. No violence. No, I get it. No violence. Ich habe beim ersten Durchspielen diesen Dialog gar nicht so richtig mitbekommen, ehrlich gesagt. Muss ich den mal lesen. Zinyak thinks being in a town where the Saints don't run things is enough to break me. Is it? Shit, no. The town the Saints don't run, we'll just take it over anyway. Respect. Was stand denn da? Ich konnte es jetzt nicht so richtig mitkriegen, natürlich. Du hast einen Panda abgeschossen. Ach, ist das falsch? Das ist unethisch! Ja, deswegen dachte ich, das ist richtig. Nein! Ach so. Unethical! Ja, hallo, ich erschieße Hotdogs! Kleine süße Pandas dürfen in der Genki Bowl Arena nicht abgeschossen werden. Hotdogs und Schweine und Bierflaschen dagegen schon. Nee, du lebst noch. Extended Reality! Ah, da oben ist ein Sniper. Du warst schon down. Yay! Oh, es geht weiter. By the Dream Team. Yeah, that was great. Wait, there's more to this? What's that? You heard the man. Play progresses to the second round. Second round. Hey, Matt.
Flip my superhero switch back to on. Fine. But hardly seems fair. God damn it, what the hell are you Woohoo! Doing? Oh, gee, I don't know what happened. Wie immer. Ja, das Model haben sie jetzt gebaut. Jetzt müssen sie das. Ah. Oh, ich sehe nichts mehr. Auch wieder hier, kleine Epilepsie-Warnung. Jawoll. Jetzt haben wir Superkräfte. Waterbier. So, fill me in. What's been going on lately? You know, took out some terrorists, gained the president of the United States, rolled back the national debt, got the flight Air Force One. Yeah. What about before that? Before that, we steal them. Luchadors, evil hackers, European assholes in black suits. Luchadors? What, you mean wrestlers? Yep. And I thought Stillwater had some fucked up gangs. Yo, what about Philippe? He was our number one target. But you know how that shit goes. Yeah, you can't go after one without taking on the whole town. Luckily, we had Kinsey and Zemos and Oleg. Zemos and Oleg? Are they on the ship too? No, I don't know if Zemos made it. Oh! Shit, man, with a name like Oleg, I bet he was a big. First time I've met Anthony. Yeah, it's a big machine. Yo, Steelport sounds like a party town. Like a party town. So this new crew, they're good? Well, nobody can replace you, Johnny. Fight me. No, but seriously, lots of new folks going for what he's doing. Kinsey's really smart. It kind of freaks me out how she always knows so much more than everyone else, but we wouldn't be able to take the fight to Zinyak without her. And what about that Matt kid? Are he and Kinsey a thing? What? Oh, God, no! Aw, shit, man, don't even put that in my head! How about Asha? Man, what's her deal? That's a good question. Doesn't really dive into her past much. She's good, though, right? You feeling a little competition there, Johnny? No, but she seems to. I guess she's not used to having competition when it comes to being the team badass. Neither am I. They're mine. I gotta know. Keith David. How the hell did that happen? We've got a lot of candidates, but, you know, when Keith David says he wants to be on your team, you don't say no. Yeah, sure, but doesn't he remind you of... Keith David. It's awesome. He hates when people bring that up. Oh, hello, Roboter. Robobots. Ich finde die Mucke hier drin irgendwie ganz schön. Naja, aber im letzten Mal eindeutig besser. Ah. Aber die ist so entspannt. Alter, was geht mit dem Mörderbot hier? Ja. Au. Bam. Ich werde von einem Saints-Buch verprügelt. Baseballschläger. Naja. Einfach zurückschlagen. Selbst mich eingefroren. Ah. Oh. Das ist der fiese Hotdog-Sniper. You in? Yay, yeah. Bonusrunde. Hold up, before we go, yo Matt, hook me up with some superpowers. Really? But don't turn me into a fucking toilet. Fucking it. Yo, whenever you're ready, how you holding up, huh? Oh, Johnny hat ein neues Outfit. So you don't need a break? Sure you're gonna make it through this without taking a mortal wound? No guarantee. Oh, you want to start bringing up shit? We could talk about that stank-ass perfume, the oversized marital aids, and that purple cat piss we're trying to bring. Hey, he came close that one time. Yo, was ist denn jetzt? Grape Saints Flow dumped on your phone is not hier wieder nix. What if it was? Ich glaube, ich werde gleich von einem Fisch gefressen. Die Genki Girls sind da. Wait to see the carnage. Das sind die Genki Girls mit der Stimme gerade. I know me disappearing like that had to be hard. Hey. Yeah. She's not the only one who got fucked up by your death, Johnny. I don't know. Pierce seems fine. Oh, shit. I don't think Pierce's own death is gonna break his stride. Look, I know how you felt. I had nobody on my side in that fucking simulation. And half the fun of murdering is doing it alongside a friend. Oh, two. Extended reality!
reality! Now, can we quit being pussies and shoot these fucking mascots? I hope you don't mind, but I took this opportunity to create something special for you two. Well, more for Johnny, really. Should I be concerned? You'll find out soon. Cash in pocket! Kommt, wo sind noch welche? Au, nicht mich mit dem Wolkner überfahren. Hab ich auch schon alles umgelegt. Ethical! Nee, haben wir Exit schon freigeschalten? Nee, nee, gell? Nee, wir brauchen noch. Doch, hier geht's weiter. Ach so. Komm mal. Wann war das noch? Jetzt ist der Ausgang frei. Das ist so 70er Jahre Quizshow-Mucke. Findest du Quizshow-Mucke, ja? Findest du nicht? Hm, weiß nicht, kann's. Konntest noch nicht so richtig zuordnen. Also 80er Jahre, aber so Quizshow-Mucke. Jetzt gesagt 70er sogar noch. Da wo dann so eine Tanzshow ist, wo dann irgendwelche Ladies rumspringen und. Habe ich jetzt überhört. Oh, hier ist so eine Katze. Ich hab kaum noch okay. Wir haben nur noch 40 Sekunden. Ich glaube, wir müssen langsam mal raus hier. Ich glaube nicht, dass ich hier noch rauskomme. Wiederbelebung nötig. Nein! Ja, hier um die Ecke. Bist du denn? Ach, da. Mein kleinen schwarzen Danke. Liegst du schon wieder? Nee. So, ich renne jetzt einfach mal Richtung Ausgang. Du meinst an den Snipern hier unten vorbei? Okay, we're here. Now what? Oh, jetzt kommt noch ein dickeres. Oh, my friend. Surely even you must know what's next. Philippe. Neither of you really got a chance to take out your frustrations on him. Matt, you just might be a genius after all, please. You honestly think a couple of hooligans such as yourself can take me? I dare you to try. Super. Make yourself a fucking waffle! Fight, Bobby. This is the type of conflict you live for, Zack. You can do better than this, Johnny. Come on, then. With the M4. Johnny kommt auch schon? Johnny gibt ihm den Rest. Sehr gut. And right back, Philippe Laurent, former head of the syndicate, is dead. Again. Again. Zack, that was a hell of a match. Indeed it was, Bobby. Drama, comedy, pathos, and gallons of blood. Everything that makes this sport the sweet science. Wrong sport, Zack, but I know what you mean. This is getting a little weird for anyone else, but just me. Yeah, Matt, get us out of here. Und der goldene Genki ist unser. Yeah! Ich bin der Meinung, das war spitze! Awesome! Get time, fun time! Killserie freigeschaltet. Johnny Cat hat jetzt Superkräfte. Boys are back in town! Ja, okay. Aber das ist die Folge eigentlich auch schon quasi wieder rum. Und mit quasi, würde ich sagen, machen wir jetzt auch mal dann Schluss an der Stelle und sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Ciao.